Herzlich willkommen zur Unterrichtseinheit 27 des Programmierkurs Java. Thema dieser Unterrichtseinheit ist die Vererbung, ein Konzept der objektorientierten Programmierung, das dazu beiträgt, dass objektorientierte Programme oder Klassen wiederverwendbar sind. Die Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass ich zunächst die Vererbung motivieren werde. Dann werden wir an Beispielen sehen, was Vererbung ist und wie man Vererbung einsetzt. Und dann müssen wir uns einige Dinge im Zusammenhang mit Vererbung und Java anschauen, die spezifisch sind für die Vererbung in Java und die zum Teil als Vorbereitung dienen für weitergehende Konzepte, objektorientierter Programmierung, die sich aus der Vererbung ableiten. Wie immer, schließe ich die Unterrichtseinheit mit einer kurzen Zusammenfassung. Motivation. Gleichartige Objekte. Wir haben gesehen, dass gleichartige Objekte ja sich dadurch repräsentieren lassen, dass man eine Klasse erstellt. Von dieser Klasse kann ich dann Objekte instanzieren, erzeugen, die gleichartig sind, die also dieselben Attribute besitzen und dieselben Methoden, die man dann auf den Objekten ausführen kann. Da stellt sich natürlich die Frage, kann man Ähnliches auch für gleichartige Klassen ableiten? Das heißt, gibt es irgendeine Möglichkeit, gleichartige Klassen zu beschreiben? Beispiele. Man hat sowas wie Abstrahierung. Wir haben uns ja schon um Sortieralgorithmen gekümmert und wir haben gesehen, dass es eine ganze Reihe von Sortieralgorithmen gibt. Wenn man jetzt Klassen implementiert, definiert, die verschiedene Sortieralgorithmen implementieren, dann möchte man, wie beispielsweise BubbleSort oder QuickSort, dann möchte man vielleicht von diesen konkreten Sortieralgorithmen abstrahieren können und sagen, ja gut, ich habe irgendwie eine Klasse Sortieralgorithmen, man sagt dann hinterher auch sowas wie abstrakte Klasse und von dieser abstrakten Klasse kann ich irgendwie was Konkretes hinterher, man sagt dazu auch ableiten wie BubbleSort und QuickSort. Um die Abstrahierung kümmern wir uns erst in einer der folgenden Unterrichtseinheiten. Zwei weitere Beispiele, die jetzt in diesem Zusammenhang, in dieser Unterrichtseinheit von Bedeutung sind, sind die Erweiterung und die Spezialisierung. Ja, man hat gleichartige Klassen in dem Sinne, dass man eine Klasse Stack hat und eine Klasse Swap Stack, wo ja im Prinzip ähnliche Methoden zur Verfügung stehen, aber eine zusätzliche Methode, die es erlaubt, die beiden obersten Elemente des Stacks zu tauschen. Ja, sind gleichartige Klassen. Ja, und wenn man das sich genau betrachtet, ist die Klasse SwapStack eine Erweiterung der Klasse Stack. Man hat halt dieselben Methoden, aber eine zusätzliche Methode, Swap zum Vertauschen. Ein anderes Beispiel ist eine Spezialisierung. Man hat gegeben eine Klasse Rechteck und möchte irgendwie sowas haben wie eine Klasse Quadrat. Ein Quadrat ist ja ein spezielles Rechteck. Also muss es in irgendeiner Art und Weise möglich sein, diese Gleichartigkeit auszudrücken. Und in Java bzw. in der objektorientierten Programmierung sagt man, ja, ein Quadrat ist ein spezielles Rechteck und man leitet die Klasse, wie wir dann hinterher noch sehen werden, die Klasse Quadrat von der Klasse Rechteck ab. Das ist Spezialisierung. Idee ist jetzt letztendlich, die Idee, die der Vererbung zugrunde liegt, man nehme eine existierende Oberklasse, OK, das heißt, man hat eine Klasse irgendwo definiert, die nennt man Oberklasse jetzt, diese Klasse hat jetzt hier mal den Namen OK, und leitet von dieser Klasse eine neue Klasse UK, die nennt man dann auch Unterklasse, ab. UK erbt alle Instanzvariablen und Methoden von OK, ohne dass man die explizit nochmal hinschreiben muss. Was man aber zusätzlich machen kann, ist, man kann geerbte Implementierungen von Methoden modifizieren und oder man kann das Attributangebot und das Methodenangebot erweitern um zusätzliche Attribute und Methoden. In Java dient, um dieses Konzept, diese Idee zu realisieren, das Schlüsselwort Extends. Und es wird
wie im Folgenden demonstriert, eingesetzt. Schauen wir uns mal erst wieder als Beispiel die Hamsterwelt an. Wir haben ja eine Klasse Hamster, die die Hamster-Methoden definiert. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann von dieser Klasse Hamster eine oder mehrere Klassen ableiten. Das wird hier durch dieses Extends ausgedrückt. Ich kann also eine Klasse definieren, die nenne ich hier mal Allround Hamster und sage, diese Klasse Allround Hamster Extends, also erweitert Hamster. Ansonsten ist alles wie gehabt. Das Einzige, was ich jetzt in dem Vererbungsbereich habe, ist, dass ich hinter diesen Klassennamen schreiben kann Extends und dann kann ich hier eine Klasse anführen, die bereits existiert. Im Hamstermodell existiert ja die Klasse Hamster. Also kann ich schreiben Class Allround Hamster und dann nicht schon die Klammer auf, sondern Extends Hamster. Durch dieses Extends Hamster passiert Folgendes, dass alle Attribute und Methoden der Klasse Hamster geerbt werden. Ich brauche sie nicht nochmal hier aufzuführen. Alle Attribute und Methoden von Hamster werden geerbt. Das heißt, wenn ich aus dieser neuen Klasse Allround Hamster Objekte erzeuge, kennen diese Objekte auch die Methoden der Klasse Hamster. Das heißt, wenn ich einen Allround Hamster Willi habe, kann ich für Willi auch beispielsweise automatisch die Methode vor aufrufen. Ich kann jetzt aber auch weiteres machen. Zum Beispiel habe ich hier den Konstruktor der Klasse Allround Hamster. Dieser ruft den Konstruktor der Klasse Hamster auf. Das nur als Beispiel, was es mit diesem Super auf sich hat, dazu hinterher mehr. Diese Klasse Allround Hamster definiert jetzt aber beispielsweise intern mal eine Methode rechts um. Und zwar wird diese Methode definiert als sys.linksum, sys.linksum, sys.linksum. Sie sehen, man kann jetzt diese Methoden linksum, die von der Klasse Hamster geerbt wurden, auch hier innerhalb der Methodendefinitionen verwenden. Die sind verfügbar. Rechtsum ist jetzt eine Erweiterung des Methodenangebots der Klasse Hamster für die Klasse Allround Hamster. Oder ich kann eine Methode überladen, sagt man dazu. Die Vormethode, die gibt es ja für die Klasse Hamster. Und ich überlade diese Methode jetzt durch eine weitere Methode mit dem Namen vor, aber mit Parameter. Das ist also Erweiterung durch Überladen. Diese Methode vor bewirkt Folgendes, dass der Hamster die übergebene Anzahl an Schritten nach vorne läuft. Aber nur so weit, dass er auch nicht gegen eine Mauer rennt. Und dann wird die Anzahl der tatsächlich ausgeführten Schritte geliefert. Und was ich aber auch machen kann, ich kann geerbte Methoden überschreiben, wie man sagt, modifizieren. Beispielsweise möchte ich den Vorbefehl von Allround-Hamstern sicher machen. Die Klasse Hamster definiert ja die Methode vor. Die Klasse Allround-Hamster modifiziert jetzt diese Methode vor derart, dass hier jetzt implementiert wird, if sys.vorn frei und dann steht der Super-Punkt vor. Das heißt, nur wenn vorne frei ist, soll auch tatsächlich der geerbte Befehl vor aufgerufen werden. Dazu dient hier wieder das Schlüsselwort super, was wir uns hinterher nochmal im Detail anschauen werden. Super.vor ruft jetzt den geerbten Befehl vor auf. Wenn ich jetzt aber für einen Allround-Hamster eine Methode vor aufrufe, wird die ausgeführt. Das heißt, Allround-Hamster können eigentlich nicht mehr gegen eine Mauer donnern. Hier jetzt ein Programm, was diese Klasse Allround-Hamster benutzt. Hier definiere ich einen Hamster namens Paul und erzeuge ihn. Und jetzt habe ich eine neue Klasse und die kann ich jetzt genauso benutzen wie andere Klassen auch. Ich kann hier hinschreiben Allround Hamster Willi gleich New Allround Hamster und gebe hier entsprechend die Werte für den Konstruktor an. Für Paul kann ich jetzt natürlich wie bisher alle Befehle der Klasse Hamster aufrufen, also vorn frei und vor. Für Willi kann ich die geerbten Befehle aufrufen, Willi ist ja der Allround Hamster, die geerbten Befehle der Klasse Hamster und ich kann aufrufen
die neuen Befehle, die neuen Methoden oder die modifizierten Methoden. Wenn ich hier willi.for aufrufe, wird aufgerufen die Methode der Klasse AllRoundHamster, die Methode for der Klasse AllRoundHamster. Das heißt, hier ist sichergestellt, dass Willi nicht gegen die Mauer donnert, weil diese Methode war ja so implementiert, dass zunächst abgeprüft wird, ob vorne frei ist. Jetzt wird für Paul dreimal die Linksum-Methode aufgerufen. Ja, und Willi ist da schlauer. Der kennt ja als AllRoundHamster die Methode rechtsum. Das heißt, hier wird einfach aufgerufen willi.rechtsum. Intern wird natürlich für Willi dreimal die Methode linksum aufgerufen. Das heißt, hier wird der neu definierte Befehl rechtsum aufgerufen. Und jetzt wird aufgerufen if willi.condal. Das heißt, hier ist der geerbte Befehl willi.name. Auch ein geerbter Befehl. Willi.for 2. Hier wiederum wird aufgerufen der neu definierte Befehl for, der ja als Parameter die Anzahl an auszuführenden Schritten übergeben bekommt. Ein weiteres Beispiel aus der Nicht-Hamster-Welt. Diese Klasse kennen wir schon, die Klasse Stack. Diese Klasse Stack hat intern bestimmte Attribute, in denen Werte gespeichert werden können, hier insbesondere dieses Array. Und diese Klasse Stack bietet einen Methoden an, zu überprüfen, ist full, ist empty, push und pop. Mit push kann man Werte auf den Stack drauflegen und mit pop kann man Werte vom Stack herunterladen. Dabei kann man immer nur auf das oberste Element zugreifen. Ist also ein Haufen, so ist ja auch Stack übersetzt. So, jetzt wollen wir aber Folgendes haben. Wir benötigen in einem bestimmten Zusammenhang eine Klasse SwapStack. Eine Klasse also, die zusätzlich zu diesen Methoden eine weitere Methode zur Verfügung stellen soll, die es erlaubt, die beiden obersten Elemente des Stacks zu tauschen. Man könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, ich mache in der heutigen Zeit Copy-Paste und definiere damit eine neue Klasse SwapStack, indem ich das hier einfach mit Copy-Paste da reinfüge und dann die neue Methode definiere. Wir werden aber hinterher noch sehen, das kann bestimmte Nachteile haben. Und ein weiterer Nachteil, den wir dann in einer der nächsten Unterrichtseinheiten sehen werden, ist, dass dann dieses Copy-Paste dazu führt, dass man das Prinzip oder das Konzept der Polymorphie nicht einsetzen kann. Stattdessen nutzen wir jetzt die Möglichkeit des Extends. Ich schreibe jetzt hier hin, Class SwapStack, Extends Stack. Damit werden automatisch alle Attribute und Methoden der Klasse Stack geerbt. Das heißt, wenn ich ein Objekt der Klasse SwapStack erzeuge, kann ich da Push und Pop und IsFull und IsEmpty als Methoden aufrufen. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann Methoden modifizieren. Hier ist beispielsweise eine Modifikation der geerbten Methode Pop. Da wird es einfach ein bisschen effizienter implementiert. Oder ich kann erweitern. Jetzt hier die angesprochene Methode Swap. Da werden halt, falls überhaupt zwei Elemente auf dem Stack drauf liegen, werden diese einfach vertauscht. Und jetzt ist hier ein kleines Testprogramm. Hier wird jetzt ein Swap-Stack-Objekt erzeugt. Und für dieses Objekt wird Push aufgerufen. Das ist die geerbte Methode der Klasse Stack. Dann wird nochmal Push aufgerufen. Und dann wird Swap aufgerufen für diesen Stack. Oder Swaps für dieses Swap-Stack-Objekt. Und dann wird diese Methode hier ausgeführt. Und dann wird Stack.pop hier aufgerufen. Was damit aufgerufen wird, ist die modifizierte Methode. Also dieser Source Code wird ausgeführt. Sie sehen auch an dieser Implementierung, ich kann jetzt intern auf die Attribute der Klasse Stack zugreifen. Die werden geerbt. Ich muss hier nicht oder darf noch nicht mal hier Current nochmal neu hinschreiben, sondern ich muss mich oder kann mich darauf verlassen, dass Current zur Verfügung steht über die Klasse Stack. Jetzt ein paar Definitionen. Erben, was sind Erben? Erben einer Klasse sind Klassen, die deren Spezifikation und Implementierung übernehmen.
Und sie erweitern um neue Methoden oder Attribute oder modifizieren. Und zwar ganz wichtig, ohne Code-Duplizierung, also ohne das schon erwähnte Copy-Paste. Dafür dient in Java das Schlüsselwort Extends. Vererbung. Vererbung ist ein Strukturierungsprinzip bei der Klassendefinition. Strukturierung in der Art, das ist ja jetzt eine Beziehung zwischen Stack, zwischen der Klasse Stack und der Klasse SwapStack gibt. Neue Klassen, die nennt man dann Unterklassen, können durch Erweiterung bzw. Modifikation bereits existierender Klassen, das sind die Oberklassen dieser neuen Klassen, definiert werden. Unterklassen erben dabei die Instanzvariablen und Methoden ihrer Oberklassen. Was es mit Klassenvariablen auf sich hat und beispielsweise Konstruktoren, dazu später noch mehr, das sind Spezialfälle. Geerbt werden die Instanzvariablen und alle Methoden. Die Vererbung führt zur hierarchischen Anordnung von Klassen und kann sich über mehrere Stufen erstrecken. Und man nennt diese Vererbungsbeziehung auch Is-Er-Beziehung. Ein Swap-Stack ist ein Is-A-Stack, aber er kann mehr oder er kann irgendwas verändert ausführen. Und hierarchisch bedeutet, diese Klasse Swap-Stack könnte man jetzt wiederum als Oberklasse einer ja, dritten Klasse nutzen. Das heißt, von Swap-Stack kann man jetzt auch wieder andere Klassen ableiten. Das heißt, ich könnte irgendwie schreiben, Class XY-Stack extends Swap-Stack. Dann ist Stack eine Oberklasse von Swap-Stack und Swap-Stack ist eine Oberklasse von dieser XY-Stack-Klasse. Den Begriff der Ableitung habe ich jetzt ja schon mehrfach genutzt. Ja, unter Ableitung versteht man den Prozess der Klassenbildung mit Hilfe des Vererbungsprinzips. Ich sage also, ich leite eine Klasse von einer anderen Klasse ab. Ich leite eine Klasse Y von einer Klasse X ab. Dann schreibe ich dahin Class X extends Y. Protokoll einer Klasse. Den Begriff kennen wir ja eigentlich auch schon. Das ist die Beschreibung der Schnittstelle einer Klasse. Das heißt im Allgemeinen die Menge der von außen zugreifbaren Methoden und Attribute der Klasse. Und wenn wir es mit Vererbung zu tun haben, gehört zum Protokoll einer Klasse sowohl die innerhalb des Klassenrumpfes definierten Methoden und Attribute, insbesondere die Methoden, Attribute haben wir ja gelernt, da soll man nicht von außen drauf zugreifen. Also insbesondere die Methoden. Es gehören aber auch zum Protokoll einer entsprechenden Klasse, die durch Vererbung definiert wurde, die Methoden, die von deren Oberklasse geerbt wurden. Oberklasse, das ist eine Klasse, von der eine andere Klasse abgeleitet worden ist. Und Unterklasse ist eine Klasse, die von einer anderen Klasse abgeleitet worden ist. Die beziehen sich natürlich aufeinander. Klassenhierarchie. Die mehrfach fortgesetzte Definition von Klassen mithilfe des Vererbungsprinzips führt zur Bildung von Klassenhierarchien. Und solche Klassenhierarchien kann man auch grafisch darstellen. Das wird auch häufig gemacht man spricht dann von Bäumen oder Graphen. Dieses Symbol oder diese Grafik soll Folgendes verdeutlichen. Es gibt eine Klasse A und es gibt Klassen B, G, F, H und so weiter. Die sind aber nicht lose voneinander, sondern sind dann miteinander gekoppelt durch das Prinzip der Vererbung. Diese Grafik soll verdeutlichen, es gibt eine Klasse A und B ist eine weitere Klasse, die von A abgeleitet ist. Und C ist eine Klasse, die von B abgeleitet ist. Und D ist eine Klasse, die von C abgeleitet ist. Und E ist eine Klasse, die von C und H abgeleitet ist. Das nennt man Mehrfachvererbung. Die Klasse A hat mehrere Oberklassen, direkte Oberklassen. Das ist Mehrfachvererbung. Den Begriff direkte Oberklasse, Unterklasse habe ich gerade schon benutzt. Davon spricht man, oder von Klassen, die in einer Klassenhierarchie direkt oberhalb, unterhalb einer bestimmten Klasse stehen, von der direkt abgeleitet wurden. Das heißt, A ist eine direkte Oberklasse von B und eine indirekte Oberklasse von C. Denn B ist die direkte Oberklasse von C, somit erbt C alles von B und da B alles von A erbt, erbt auch C alles indirekt von A.
Beispiele. Hier wird definiert eine Klasse Person. Eine Person hat einen Namen und einen Vornamen. Hier wird die Person über den Konstruktor initialisiert. Und es gibt eine Print-Methode, die den Vornamen und den Namen auf dem Bildschirm ausgibt. Und dann sehe ich vor eine Methode ChangeName, wo der Name der Person geändert werden kann, beispielsweise wenn er heiratet oder wenn sie heiratet. Jetzt habe ich Studenten. Studenten sind spezielle Personen. Das heißt, auch Studenten haben Vorname und Name. Das realisiert man in der objektorientierten Programmierung, dass man diese Klasse Student als Klasse definiert, die von Person abgeleitet wird. Ich schreibe dann dahin, Class Student extends Person. Damit werden als Attribute die Attribute Name und Vorname geerbt, weil jeder Student hat ja auch einen Namen und einen Vornamen. Zusätzlich haben Studenten aber Matrikelnummern und ich definiere ein neues Attribut Matrikelnummer. Jetzt habe ich hier einen Konstruktor Student, wo entsprechend Name und Vorname, das heißt die geerbten Attribute, initialisiert werden, als auch die Matrikelnummer. Gleich vorweg, wenn Sie das hier in Eclipse ausprobieren, meckert der Compiler und wir werden hinterher sehen, wieso. Das habe ich jetzt an dieser Stelle aber noch nicht eingeführt. Wenn man mit Konstruktoren arbeitet, muss man ein paar spezielle Besonderheiten betrachten, die wir uns hinterher nochmal anschauen. Dann gibt es hier eine Modifikation. Wenn ich einen Student auf dem Bildschirm ausgeben möchte, dann gebe ich nicht nur seinen Vornamen und seinen Namen aus, sondern zusätzlich die Matrikelnummer. Ich kann hier SIS benutzen für Vorname und Name und Matrikelnummer. Ich kann es aber auch weglassen. Hier habe ich es mal weggelassen. Die Methode ChangeName wird geerbt. Ja, auch Studenten können heiraten und von daher einen neuen Namen bekommen. Class Professor. Auch Professoren sind Personen. Deswegen haben wir einen Vornamen und einen Namen. Deswegen schreibe ich hier hin, wenn ich eine Klasse Professor definiere, Class Professor extends Person. Die Attribute Name und Vorname werden geerbt. Zusätzlich hat der Professor aber noch ein Büro mit einer entsprechenden Büronummer. Und die füge ich als neues Attribut hinzu. Ein Professor wird initialisiert über den Konstruktor. Das heißt, hier wird angegeben sein Name, sein Vorname und Büronummer. Wiederum die Anmerkung, das ist nicht ganz richtig, wie wir hinterher noch sehen werden. Und wenn ich einen Professor auf dem Bildschirm ausgebe, modifiziere ich diese Methode println, weil ich ausgeben möchte seinen Titel, dann Vorname und Name und entsprechend die Büronummer. Auch Professoren können heiraten, die Methode ChangeName wird geerbt. Zusätzlich kann aber auch mal ein Bürowechsel stattfinden, deshalb sehe ich vor eine Methode ChangeBüro, wo entsprechend diese Büronummer umgesetzt wird. So, und jetzt mal ein Beispielprogramm, was diese Klassen benutzt. Eine Main-Methode. Zunächst wird hier eine Person erzeugt. Also ein Objekt der Klasse Person. Dann wird ein Student oder eine Studentin hier erzeugt, das heißt ein Objekt der Klasse Student. Und es wird erzeugt ein Professor als Objekt der Klasse Professor. Für diese Objekte kann ich jetzt die Methoden aufrufen. Wenn ich für Dietrich die println-Methode aufrufe, wird ausgegeben Vorname, Name. Es wird ausgeführt die Methode, so wie sie in der Klasse Person definiert wurde. Wenn ich heike.println aufrufe, wird die modifizierte Methode in der Klasse Student ausgeführt. Das heißt, zusätzlich wird auch noch die Matrikelnummer mit ausgegeben. Und wenn ich otto.println aufrufe, wird die modifizierte Methode println der Klasse Professor aufgerufen. Das heißt, es wird ausgegeben Professor Otto Schmidt und die Büronummer. Jetzt nehme ich mal Namensänderung vor. Das heißt, für alle Objekte kann ich ja eine Methode ChangeName aufrufen, die in der Klasse Person definiert wurde und von den Klassen Student und Professor geerbt wurden. Und für den Professor Otto kann ich noch das Büro ändern und kann wiederum diese println-Methoden aufrufen. Ja, und jetzt wird anschließend ausgegeben Dietrich Müller oder Heike Schulz oder Professor Otto Schmitz mit dem entsprechenden neuen Büro. Jetzt schauen wir uns
einige Aspekte halt an oder müssen uns diese Aspekte anschauen, die im Umfeld der Vererbung von Bedeutung sind. Zunächst einige Aspekte der Implementierung von Vererbung in Java. Nehmen wir an, wir haben eine Klasse A. Diese Klasse A definierte ein Attribut Value und eine Methode Print. Die Implementierung, deswegen habe ich hier ein Semikolon gemacht, interessiert jetzt nicht. Dann haben wir eine Klasse B, die von A abgeleitet wird. Und was ich jetzt machen kann, ist, in B kann ich wiederum ein Attribut Value definieren. Es wird aber, das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, alles geerbt. Das heißt, die Klasse A hat schon geerbt ein Attribut Value und eine Methode Print. Hier wird jetzt ein weiteres Attribut Value definiert. Das werden wir gleich auch in dieser Implementierung sehen. Hinzu kommt ein Attribut Number und eine Methode Change. Auch hier interessiert uns die Implementierung mal nicht. Jetzt gibt es ein Programm, was diese Klassen nutzt. Und hier wird ein A-Objekt erzeugt und ein B-Objekt. Was passiert dann im Speicher? Hier ist jetzt mal eine Skizze des Speichers. Hier wird zunächst über New A ein Objekt der Klasse A erzeugt. Und ein Objekt der Klasse A besitzt ein Attribut Value. Und es gibt irgendwie eine Methode Print, die auf diesem Value operiert. Dann wird ein B-Objekt erzeugt. Was passiert jetzt bei diesem B-Objekt? B-Objekt besteht ja eigentlich ja aus dem Teil, der von A geerbt wird, und den neu definierten Attributen und Methoden. Und so kann man sich das auch in der Implementierung vorstellen. Es besteht dieses B-Objekt aus einem A-Part und einem B-Part. Das heißt, es besitzt ein Attribut Value, was von A geerbt wurde, und ein Attribut Value, was jetzt neu definiert wurde. Und dann besitzt es ein zusätzliches Attribut Number. Das heißt, das B-Objekt besteht aus drei Attributen. Zwei haben die Namen Value und eins Number. Wie man jetzt auf diese unterschiedlichen Attribute mit dem gleichen Namen zugreifen kann, dazu gleich mehr. Und es gibt Methoden Print. Print arbeitet weiterum darauf und Change. Change arbeitet auf diesen Attributen, kann aber auch auf diesem Attribut arbeiten. Was gibt es bezüglich der Vererbung als Besonderheiten in Java? Java unterstützt keine Mehrfachvererbung. Hatte ich ja vorhin gesagt, dass es durchaus auch vorstellbar ist, dass ich eine Klasse direkt von zwei anderen Klassen ableite. Das geht in Java nicht. Das heißt, hinter dem Extens kann immer nur ein Klassenname stehen. Es werden immer alle Instanzattribute und alle Methoden geerbt. Das heißt, wenn ich eine Klasse Y von einer Klasse X ableite, werden alle Instanzattribute und Methoden der Klasse X geerbt. Ich kann nicht sagen, das Attribut A möchte ich nicht und die Methode F möchte ich nicht, das geht nicht. Ich erbe immer automatisch alle. Klassenattribute werden nicht vererbt, dupliziert. Ist ja im Prinzip eine Duplikation. Aber sie sind in der Unterklasse zugreifbar. Das werden wir gleich auf Folie 16 sehen. Bezüglich der Benutzung von Konstruktoren gibt es einige Besonderheiten, die wir uns auch anschauen werden. Konstruktoren werden nicht vererbt. Und dann gilt, jede Klasse wird implizit von einer Klasse Object aus dem JTK abgeleitet. Auch das werden wir uns ab Folie 23 anschauen. Zunächst zur Vererbung und den Klassenattributen. Klassenattribute sind ja Attribute, denen das Static-Schlüsselwort vorangestellt wird und alle Objekte einer Klasse teilen sich dieses Attribut. Hier habe ich mal ein Attribut Wert als Int-Attribut und zwei Methoden, Incre-Wert und Liefere-Wert. Incre-Wert erhöht den Wert des Attributs um 1 und Liefere-Wert liefert mir den aktuellen Wert dieses Attributs Wert. Was passiert, wenn ich jetzt eine Klasse B von A ableite? Ja, zunächst erscheint es so, als wenn Wert geerbt wird.
Und es wird auch in dem Sinne geerbt, dass ich die Möglichkeit habe, in B jetzt auf das Attribut Wert zuzugreifen. Ich kann jetzt beispielsweise schreiben B.Wert. Ich könnte auch A.Wert schreiben. Dekrewert dekrementiert den Wert. Ja, das Zusammenspiel dieser Methoden, diese Methoden Inkrewert und Lieferewert werden ja geerbt, demonstriert jetzt dieses Testprogramm. Was passiert hier? A.Inkrewert, A.Inkrewert. Wenn ich diese beiden Methoden aufrufe, wird der Wert dieses Attribut zweimal erhöht. Ja, für B kann ich jetzt aber auch, für die Klasse B kann ich jetzt auch Inkrewert aufrufen, weil Inkrewert wird ja vererbt. Intern wird jetzt aber Folgendes gemacht, wenn ich B.Inkrewert aufrufe, wird im Prinzip hier A.Wert plus plus berechnet, das heißt, dieses Attribut Wert wird erneut erhöht, auch wenn ich hier für B diese Methode aufrufe. Wenn ich jetzt also A.LieferWert ausgebe, wird ausgegeben 3, weil das interne Attribut ist 3 mal erhöht worden. Und ich kann aber auch B.LieferWert aufrufen, weil LieferWert wird ja auch vererbt an B. Und da wird auch 3 geliefert. Jetzt kann ich aufrufen B.DekreWert. Und jetzt passiert Folgendes, und da sehen Sie dann genau, was letztendlich passiert. Wenn ich jetzt A.LieferWert aufrufe, wird ausgegeben 2, genauso wie bei B.LieferWert. Dieses B.DekreWert greift also auf dieses Attribut Wert der Klasse A zu. Das heißt, letztendlich teilen sich nicht nur alle Objekte bzw. die Klasse selbst dieses eine Attribut, sondern alle Objekte dieser Klasse als auch alle Objekte von Klassen, die von A abgeleitet werden, die teilen sich dieses eine Attribut Wert. Das verdeutlicht dieses Beispiel. Klassenattribute werden nicht vererbt, sie sind aber in abgeleiteten Klassen zugreifbar. Vererbung und Konstruktoren. Konstruktoren dienen ja dazu, die Attribute eines neu erzeugten Objektes zu initialisieren. Dabei ist bezüglich der Vererbung Folgendes in Java zu beachten. Wird eine Klasse durch Vererbung definiert, dann muss die Unterklasse einen Konstruktor definieren, der einen Konstruktor der Oberklasse aufruft, und zwar mittels des Superkonstrukts als erste Anweisung der Konstruktorimplementierung. Das hört sich kompliziert an, wir werden hinterher am Beispiel sehen, ist es aber nicht. Ausnahme, die Oberklasse besitzt keinen oder einen parameterlosen, also einen Default-Konstruktor. Ja, dann wird dieser automatisch aufgerufen. Schauen wir uns das am besten am Beispiel an. Ich habe hier eine Klasse A mit einem Attribut Value und einem Konstruktor, der einen Parameter besitzt. In diesem Konstruktor wird das Attribut mit dem übergebenen Wert initialisiert. Jetzt habe ich eine Klasse B. Die wird von A abgeleitet. Was gilt dann? Ich muss jetzt in dieser Klasse B zwingend einen Konstruktor definieren, dessen erste Anweisung darin besteht, über dieses Superkonstrukt einen Konstruktor der Oberklasse, das ist A, aufzurufen. Superkonstrukt bedeutet, hier schreibe ich das Schlüsselwort super hin und übergebe dann Parameter. Mit super wird geguckt, wenn ich hier super hinschreibe, wird geguckt, was ist die super, die Oberklasse von B, das ist A, und es wird quasi super durch A ersetzt und dieser Konstruktor aufgerufen. Ganz wichtig ist, dieses Superkonstrukt muss die erste Anweisung dieses Konstruktors sein. Und dann initialisiere ich dieses neue Attribut Zahl, was in B ja definiert wird. Hier ist mal ein Fehler eingebaut. Ich habe hier eine Klasse C, die wird von A abgeleitet. Es gibt eine neue Variable, ein neues Attribut. Jetzt definiere ich in der Klasse C zwar einen Konstruktor, schreibe hier rein sys.wert gleich 3, dann liefert mir der Compiler einen Fehler, der Superaufruf fehlt. Hintergrund ist folgender. Hier habe ich mal beispielsweise ein Beispielprogramm, wo ein B-Objekt erzeugt wird und ich annehme, es könnte ein C-Objekt erzeugt werden. Wie gesagt, der Compiler meckert hier aber. Und zwar aus folgendem Grund.
Wenn ich hier dieses Konstrukt aufrufe, passiert Folgendes. B besitzt ja an Attributen das geerbte Attribut Value und das Attribut Zahl. Die müssen initialisiert werden. Das wird ja auch getan, denn wenn ich new b von 2 und 3,1 aufrufe, wird der Konstruktor aufgerufen. Mit Superfunkt v wird dieser Konstruktor aufgerufen. Und sys.value von v führt dazu, dass das Attribut value des b-Objektes auf 2 gesetzt wird. Und dann wird sys.zahl gleich z gemacht, das heißt Zahl wird auf 3.1 gesetzt. Durch diese Forderung bezüglich der Konstruktoren ist sichergestellt, dass alle Attribute, also sowohl die geerbten als auch die neu definierten, initialisiert werden. Das wäre in dem Fall hier nicht gegeben. Denn wenn ich hier jetzt c als new c mit dem Default-Konstruktor aufrufe, wird sys.wert auf 3 gesetzt. Ja, aber wie ist jetzt in dem Fall der Wert des Attributs value? Das wird nicht initialisiert. Genau deswegen meckert hier der Compiler und fordert, dass ein Konstruktor der Oberklasse aufgerufen wird, um auch dieses geerbte Attribut zu initialisieren. Und jetzt der Sonderfall mit den Default-Konstruktoren. Wiederum eine Klasse A. Und jetzt nehmen wir an, zusätzlich hat die Klasse A einen überladenen Default-Konstruktor. In diesem wird sys.value auf 8 gesetzt. Jetzt kann ich eine Klasse B definieren, so wie wir es gerade getan haben, indem ich mit Superfunk V diesen Konstruktor ja aufrufe. Es wird hier wieder geguckt, welcher Konstruktor passt. V ist ein Int-Wert, das ist ein Int-Wert, also wird dieser Konstruktor aufgerufen und sys.zahl wird initialisiert. Und jetzt kann ich auch an Klasse C so definieren, wie ich es gerade nicht konnte. Ich kann jetzt schreiben, Klasse C extends A, Int-Wert, C, Klammer auf, Klammer zu, sys.wert gleich 3. Das ist okay, denn was passiert? Wenn ich hier keinen Konstruktor über das Superkonstrukt aufrufe, wird implizit Super, Klammer auf, Klammer zu aufgerufen, was dazu führt, dass der Default-Konstruktor von A aufgerufen wird. Das gilt genau immer dann, wenn diese Oberklasse einen Default-Konstruktor besitzt. In diesem Fall wird B initialisiert, wie vorhin. Und wenn ich jetzt aufrufe new C, wird dieser Konstruktor aufgerufen. Dann wird implizit zunächst sys.value, also dieser Konstruktor aufgerufen, sys.value auf 8 gesetzt. Und anschließend wird sys.wert gleich 3 ausgeführt und Wert auf 3 gesetzt. Das ist die Besonderheit im Zusammenhang mit Default-Konstruktoren. Ein Tipp, Sie sollten es sich immer angewöhnen, trotzdem, auch wenn es nicht erforderlich ist, hier Super, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon hinzuschreiben. Einfach damit man das nicht übersieht bzw. vergisst, dass hier in der Tat ein Konstruktor, eine Methode, eine geerbte Methode oder eine definierte Methode ausgeführt wird. Sonst kann man leicht Fehler produzieren. Also man kann das so machen, man sollte sich aber angewöhnen, hier Super, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon hinschreiben. Dann ist das eindeutig. Was hat es insgesamt mit diesem Schlüsselwort Super eigentlich auf sich? Dieses Schlüsselwort Super ist in allen Instanzmethoden einer Klasse verfügbar, ähnlich wie Sys. Es ist eine Referenz zum aktuellen Objekt als eine Instanz seiner Oberklasse. Und dieses Schlüsselwort Super dient zum Aufruf eines Konstruktors der Oberklasse, so wie wir das gerade gesehen haben. Es dient aber auch zum Zugriff auf geerbte, überschriebene Methoden und Attribute. Bei dem Hamsterbeispiel haben wir ja vorhin dieses Schlüsselwort Super schon benutzt. Und das möchte ich auch an einem Beispiel demonstrieren. Ich habe hier eine Klasse Z mit einem Attribut Value und einer Methode Name, die liefert Z. Jetzt leite ich von Z eine Klasse More ab. Die definiert ein weiteres Attribut Value und initialisiert es mit 4 und überschreibt hier diese oder modifiziert diese Methode Name, in dem More geliefert wird. Und es wird eine Methode Print Name
definiert. Diese beinhaltet 4 Anweisungen, die Folgendes bewirken. Hier kann ich aufrufen sys.name. Wenn ich sys.name aufrufe oder einfach nur Name, wird die eigene Methode Name ausgeführt. Das heißt, es wird auf dem Bildschirm more ausgegeben. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ich an diese Methode Name, die ja geerbt wurde, nochmal rankommen? Das kann ich, indem ich super benutze. Wenn ich hier super.name schreibe, wird über super diese Methode aufgerufen und z geliefert. Das heißt, die Ausgabe z erfolgt hier auf dem Bildschirm. Wenn ich sys.value hier ausgebe, sys ist dann dieses Attribut damit gemeint. Das heißt, es wird 4 ausgegeben. Und wenn ich super.value auf dem Bildschirm ausgebe, wird zugegriffen auf das geerbte Attribut, was denselben Namen hat wie das hier neu definierte Attribut, und dessen Wert wird ausgegeben. Das heißt, es erfolgt die Ausgabe 2. So, jetzt stellt sich die Frage, wenn ich mehrfach ableite, kann ich dann auch über super.super auf geerbte Attribute von indirekten Oberklassen zugreifen? Das geht nicht. Beispiel, ich habe hier eine Klasse A, die definiert ein Attribut Value und eine Methode PA, die diesen Wert ausgibt. Dann eine Klasse B, die von A abgeleitet wird, definiert auch ein Attribut Value und eine Methode PB, die dessen Wert ausgibt. Dann habe ich eine Klasse C, die jetzt von A abgeleitet wird, also indirekt von A. Die definiert ebenfalls ein Attribut Value und eine Methode PC, die den Wert ausgibt. Ja, Objekte der Klasse C besitzen jetzt in der Tat 3 Attribute mit dem Namen Value. Das hier definierte und die beiden geerbten. Wie kann ich jetzt auf diese zugreifen? Mit sys.value gleich 5 greife ich über sys.value auf das Attribut Value zu. Mit super.value kann ich ja zugreifen auf das geerbte. Und zwar, da wird immer genommen die direkte Oberklasse. Das heißt, da wird zugegriffen auf dieses Attribut. Ja, um auf dieses Attribut, was ja auch geerbt wurde, zuzugreifen, könnte man annehmen, dass man sowas schreibt wie super.super.value. Das geht aber nicht. Stattdessen kann man nutzen ein Prinzip oder ein Konzept der Typumwandlung von sys, um darauf zuzugreifen. Das werden wir nochmal in der Unterrichtseinheit zu Polymorphie uns genauer anschauen. Ich kann machen folgendes sys und kann das casten Typumwandlung nach A. Und wenn ich dann über A von sys.value gleich 7 schreibe, wird in der Tat aus dem sys, was ja eigentlich auf C referenziert, nach A gewandelt. Das heißt, über A von sys befinde ich mich jetzt in der Klasse A und greife auf dieses Attribut Value zu und setze das jetzt auf 7. Das hätte ich hier an dieser Stelle auch machen können. Super.value gleich 6. Dafür kann ich auch schreiben B von sys.value gleich 6 und meine dann hier dieses Attribut Value. Wie bereits gesagt, da werden wir uns aber nochmal genauer in der Unterrichtseinheit zur Polymorphie drum kümmern. Zwei wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Methoden, nämlich die Begriffe Überladen und Überschreiben von Methoden. Zunächst Überladen, das kennen wir schon. Man kann Methoden überladen, und zwar nennt man Methoden überladen, wenn sie denselben Namen haben, aber unterschiedliche Parameter, also Anzahl oder Typen an Parametern, das kennen wir schon. Sehr ähnlich klingt der Begriff des Überschreibens. Da ist aber was anderes mit gemeint. Vom Überschreiben von Methoden spricht man, wenn man ja die Implementierung einer geerbten Methode durch eine neue Implementierung ersetzt. Also Ersetzung der Implementierung einer Methode einer Oberklasse durch eine neue Implementierung. Also das, was wir in den Beispielen als Modifikation kennengelernt haben. Man erbt eine Methode, aber man modifiziert sie, man modifiziert die Implementierung. Ganz wichtig, die Methoden müssen identische Signaturen haben.
Das heißt, der Name muss gleich sein, der Rückgabewert muss gleich sein, die Anzahl an Parametern und die Typen müssen gleich sein. Dann spricht man von Überschreiben. Überschreiben ist nur interessant in Verbindung mit Vererbung. Beispiel, ich habe hier eine Klasse Stack mit den Methoden isFull, isEmpty, push, push und pop. Die Methode push ist überladen. Es gibt zwei Methoden push, also mit demselben Namen push, aber unterschiedlichen Parametern. Diese Methode push überlädt diese Methode push. Man kann sie beide aufrufen. Jetzt habe ich eine Klasse SwapStack von Stack abgeleitet und definiere hier eine weitere Methode push mit einem Parameter care. Den gibt es hier noch nicht. Die überlädt. SwapStack erbt ja alle Methoden von Stack. Also in der Klasse SwapStack gibt es jetzt die Methoden push mit int, push mit float und push mit care. Die drei sind überladen. Und wenn ich hierhin aber schreibe pushInt, dann ist das ja im Prinzip eine geerbte Methode. Und die überschreibe ich, modifiziere ich. Diese Methode pushInt überschreibt diese Methode pushInt. Und dann definiere ich hier eine Methode pop als intPop. Das heißt genauso wie die, die ich erbe, diese Methode pop, die ich hier dann entsprechend implementieren müsste oder könnte, die überschreibt diese Methode. Der Begriff des Überschreibens von Methoden ist sehr, sehr wichtig im Zusammenhang mit Polymorphie und dynamischen Binden von Methoden. Das sind zwei Begriffe, die wir in folgenden Unterrichtseinheiten uns sehr, sehr, sehr genau nochmal anschauen werden. Die Klasse Object. Java oder das JDK definiert eine Klasse Object. Und jede Klasse, die ich in Java definiere, ist implizit von dieser Klasse Object abgeleitet. Wenn ich also hinschreibe wie bisher Class Object, Klammer auf, Klammer zu, dann wird durch den Compiler automatisch ergänzt Class A extends Object. Jede Klasse erbt also bestimmte Methoden dieser Klasse Object. Wenn ich von A B ableite, ist B direkt von A, aber auch indirekt wiederum von Object abgeleitet. Und diese Klasse Object definiert insbesondere Methoden clone, equals und toString. Was es damit auf sich hat, dann später nochmal mehr. Clone erzeugt im Prinzip eine Wertekopie, equals überprüft die Wertegleichheit. Und toString überführt ein Objekt bzw. dessen interne Repräsentation in einen String. Nur vorweg, damit ist sichergestellt, dass alle Klassen in Java indirekt, zumindest indirekt, von dieser Klasse Object abgeleitet sind. Das hat gewisse Vorteile bezüglich der Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Klassen, die wir dann in späteren Unterrichtseinheiten uns nochmal genauer anschauen werden. Das Schlüsselwort final. Wenn ich vor eine Klassendefinition das Schlüsselwort final setze, bedeutet das, von A können keine weiteren Klassen abgeleitet werden. Ich kann also Klassen final machen. Wenn ich es versuche, meckert der Compiler. Ich kann dieses Schlüsselwort final aber auch benutzen vor Methoden. Wenn ich vor eine Methode das Schlüsselwort final setze, bedeutet das, wenn ich von B jetzt eine weitere Klasse ableite, kann in dieser Unterklasse von B die Methode F nicht überschrieben werden. Das heißt, ich kann dann in C, wenn ich von C von B ableite, nicht mehr eine Methode void F, Klammer auf, Klammer zu definieren. Also ich kann F nicht mehr modifizieren. Die ist final. Und die dritte Möglichkeit, das Schlüsselwort final einzusetzen, die kennen wir schon, nämlich die Definition von Konstanten. Wenn ich vor ein Attribut das Schlüsselwort final schreibe, muss ich dieses Attribut direkt initialisieren und kann den Wert später nicht mehr ändern. Final static double p gleich 3,1415. Pi ist quasi damit ein Name für diesen Wert. Was sind die Vorteile der Vererbung?
Der wichtigste Vorteil ist die Wiederverwendbarkeit. Ich kann an dem Beispiel die Klasse SwapStack, die Klasse Stack wiederverwenden zur Definition einer Klasse SwapStack, ohne dass ich mit Copy-Paste arbeite, ohne Quellcode-Duplizierung. Wichtig ist das, weil wenn ich irgendwann mal Fehlerkorrekturen bzw. Änderungen an einer Oberklasse, beispielsweise an der Klasse Stack, durchführe, ich entdecke irgendwann, da ist ein Fehler in einer Methode gewesen, dann wirken diese Fehlerkorrekturen sich automatisch auch auf alle Unterklassen aus. Das war ein ähnlicher Vorteil von Prozeduren. Prozeduren dienen ja auch dazu, Fehlerkorrekturen auf einen Ort zu beschränken. Und derselbe Vorteil gilt jetzt auch für Vererbung. Das heißt, wenn ich SwapStack von Stack ableite und dann merke, die Methode Push war falsch programmiert, dann muss ich diese Methode Push nur in der Klasse Stack ändern. Und diese Änderungen werden dann aber automatisch in der Klasse SwapStack berücksichtigt. Wenn ich mit Copy-Paste gearbeitet hätte, dann hätte ich diese Fehlerkorrekturen an zwei Stellen, nämlich in der Klasse Stack und SwapStack, durchführen müssen. Und dann vergisst man das häufig schon mal. Der wichtigste Vorteil der Vererbung ist aber, dass die Grundlage der Polymorphie und des dynamischen Bindens ist. Das sind zwei Konzepte, die wir dann in späteren Unterrichtseinheiten uns sehr, sehr, sehr genau anschauen werden. Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Was bedeutet das Prinzip der Vererbung? Neue Klassen, sogenannte Unterklassen, können durch Erweiterung bzw. Modifikation bereits existierender Klassen, Oberklassen, definiert werden. Wobei die Unterklassen automatisch die Instanzvariablen und Methoden ihrer Oberklassen erben. Als Ableitung versteht man den Prozess der Klassenbildung mit Hilfe dieses Vererbungsprinzips. Und ganz wichtig ist dann noch der Begriff des Überschreibens von Methoden. Das ist die Ersetzung der Implementierung einer Methode einer Oberklasse in einer Unterklasse durch eine neue Implementierung. Dabei gilt, die Methoden müssen identische Signaturen haben. Das heißt Name, Rückgabewert, Anzahl an Parametern und Typen der entsprechenden Parameter.